Also, dann wollen wir doch mal gucken, ob Barretta wieder back hier ist. Line, Barretta, da ist sie ja. Oh, du bist eine wirklich mutige Weih. Barretta hat uns alles erzählt. Du hast sie gefunden, meine ich. Du warst heldenhafter als jeder Woi, habe ich gesagt, hat sie gesagt. Wenn du in die Gerudo wärst, müsstest du unbedingt unserer Einheit beitreten. Sieht jedenfalls so aus, als wäre ich davon gekommen, ohne dass mich die Kommandantin mit dem Kopf abreißt. Du bist sicher erschöpft, oder? Hier, nimm das hier zum Dank. Und wie soll mich das jetzt wieder mehr so geben? Frage ich mich so mehr, keine Ahnung. Wie soll ich dadurch fitter werden? Und dadurch haben wir jetzt durch diese Nebenquest, haben wir jetzt hier in Gerudo-Stadt alle bis auf Gerudo-Stadt, der Schatz der Gerudo. Wir haben, denke ich mal, alle Probleme jetzt gelöst hier in der Stadt. Deswegen, Riju, ich möchte deinen Helm haben. Tatsächlich. Mir ist nicht verborgen geblieben, was du für unsere Mitglieder des Stammes getan hast. Als Königin danke ich dir. Sag, sag. Hier, bitte nimm. Bitte, hiermit bist du ein Ehren-Gerudo. Und als solche vertraue ich dir mit Freuden unser heiliges Erbe an. Der Donnerhelm, endlich können wir ihn benutzen und auch anziehen. Dieser hat den Effekt, dass man keinen Blitzschaden kriegt. Also allein durch diesen Helm kriegt man keinen Blitzschaden. Es ist ein heiliges Erbe des Gerudo-Stamms. Der Helm leitet selbst die größten Stromschläge von seinem Träger ab. Nur die Königin der Gerudo kann seine Kraft nutzen. Du bist es, der den Donnerhelm tragen sollte. Keiner ist Urbosas Kraft so würdig wie du. Dankeschön. Dann sind wir hier in Gerudo fertig und bevor wir jetzt weggehen, haben wir 4 Zeichen der Bewährungen und jetzt sollte auch der Garten von diesem kleinen Gerudo-Mädchen angepflanzt sein. Ja, man sieht sogar schon von Weitem. Mal gucken, ob sie schon dort ist. Ja, da ist sie tatsächlich schon sehr fleißig am Werk gehen. Sie hat die Wildbeeren tatsächlich angebaut und vermehrt. Savak! Die Wildbeere ist super toll. Ich habe sie im Boden gepflanzt. Und dann? Dann sind plötzlich ganz viele rausgekommen. Das sind bestimmt magische Wildbeeren. Ja, sie kommen von mir. Darf ich mir jetzt da eine nehmen? Ah ja, tatsächlich. Okay, aber einen Baum lasse ich ihr, damit sie noch aus den restlichen 2 was nehmen kann. Und ich danke dir. Revalis Sturm ist bereit. Ich meine, sie ist mir bestimmt auch sehr dankbar. Dank mir konnte sie es überhaupt wieder machen. Und wie gesagt, jetzt holen wir uns erstmal unser 28. Herz, müsste es sein. Hier hinten bei der Statue der Göttin. Perfekt. Ich erbitte ein Herz, bitte. Ja. So sei es. Und damit bekommen wir Nummer 27. Das Schöne ist, dass meine Herzen jetzt auch aufgefüllt sind. Whoop. Sehr schön. Bringe den Frieden nach Hyrule. Ja, ich bin schon ziemlich weit, ziemlich nah an meinem Ziel. Soll ich noch hier reingucken? Gibt es hier mittlerweile was Neues oder eher nicht? Nee, tatsächlich haben wir hier alles. Okay, dann, bye. Oh, das war knapp. Und wurde ich diesmal rausgeschmissen sogar schon. Und es ist 11 Uhr, aber schaut aus, als wäre es Nacht, muss ich sagen. So. Ja, gerne. Ich mag Robben. Okay. So. Und das ist tatsächlich der gute Ausgang. Genau hierhin wollte ich. Denn wir haben hier noch ein großes Stück von der Wüste zu erkunden. Heute mag ich das eigentlich. Ich hoffe mal, dass wir es ziemlich weit schaffen. Und als erstes geht es dann hier zur Südoase. Mal gucken, was es dort so gibt. Hier mitten in der Mitte, das ist halt das erste einzige Mal so ein fettes Loch, wo eigentlich nichts ist in der kompletten Wüste. Also denke ich zumindest. Sandrobbenrennen, ja, aber das wollen wir jetzt nicht uns anschauen. Wir wollen zu dieser Oase und da fällt mir gerade noch ein, haben wir hier eigentlich alle Croggies? Ist so die Sache, ja, hier ist einer. Und da kommen wir noch hin. Okay, und tatsächlich hier in dem kompletten Gebiet, hier könnte man zumindest noch einen hinbauen. Ach, das ist. I know, das ist da, wo man sich mit Riju trifft. Ah, okay. Da macht sogar Sinn, dass hier nichts ist. So, Moment, Sandrobbe. Mann, ihn juckt halt nicht mal.
Ach so, und ich kann mich ja wieder umziehen. Stimmt. Und der Link ist ziemlich heiß hier. Außerdem habe ich nicht schon den Croc. Nee, der kommt hier direkt gerade. Ist das ein Feuer? Tatsächlich. Dann mache ich einfach so. Auch wenn es sich eigentlich schon nicht mehr lohnt, aber egal. Ich habe genügend Heile. Sehr schön. Und dann gehen wir weiter. Es ist jetzt eh kein weiter Weg mehr, den wir fahren. Nur da... Ach, hier ist ein Stein. Mal wieder ziemlich so, wie soll man denn darauf kommen, ganz ehrlich. Finde ich jetzt nicht so gut gemacht, aber gut. Auf jeden Fall haben wir diesen. Jetzt fehlen uns auch nur noch 39 Crocs, glaube ich. Das ist eigentlich echt wenig für ein Gebiet, das uns noch fehlt. Da sind dann nur noch 30 Crocs im letzten Gebiet oder so. In dem hier. Ich habe ja auch schon ein paar markiert, also gar nicht mal so viel. Ich mag jetzt mal kurz da vorne hin zu der Säule, weil ich schätze eigentlich schon, dass da was ist. Da rechts waren wir schon, da ist die Wüstenburg. Erstmal checken, ist das ein Feuer? Ja, okay, gut. Dann gehe ich jetzt auf die Oase und da ist auch schon wieder eine Moldora, okay. Die besiegen wir danach. Ist dann die dritte von vier, denn es gibt insgesamt vier Stück in dieser Wüste. Ah ja, Südoasen, Moldora steht hier auch schon. Doch, ich schaue mich zuerst mal hier um. Erstmal ein ziemlich assi Croc in meinen Augen. So. Haben wir den schon mal? Okay. Und, ach, tatsächlich ist hier nicht mal was. Der ist nicht einfach mal jemand so gestrandet und hat sich so gedacht, scheiße, ich komme hier nicht mehr weg, weil da ist eine Moldora. Aber gut, hier gibt es noch ein paar Palmfrüchte. Okay. Den Croc habe ich schon. Die Markierung kann auch weg. Genauso wie die, denn wir sind ja schon hier. Ziemlich nah übrigens, die zwei Moldoras, wie ich finde. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Gibt es denn hier sonst noch? Ja, eigentlich könnte man das kaum Oase nennen, ganz ehrlich. Erstens, wer kommt hier hoch, so als normaler Mensch? Und zweitens, so viel Wasser ist hier dann auch nicht. Dafür ist hier ein Exalforce, na geil. Nein, nicht runterfliegen, komm her. Ich habe auch wieder Obosa. Okay, aber das spare ich mir für diese, für die Moldora auf. Ich mag übrigens die Musik sehr gerne von Moldoras. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ja, kommt der jetzt mal? Hallo. Springst du jetzt tatsächlich nicht mal zu mir? Komm her. Oh ja, perfekt. Die Moldora hat mich wieder gesehen. Da unten ist sie auch schon. Und was ist das denn? Eine Maxi-Echse. Wow, was macht denn die hier? Nein, ein bisschen zu lahm war ich jetzt. Okay, wo ist sie jetzt? Schade, ganz verdeckt, okay. Na gut, den Exalfos, den lasse ich jetzt einfach mal. Ganz ehrlich, wenn er nicht will, dann ist es halt so. Ich kümmere mich um die Moldora. Und ich bin mal gespannt, kann ich die eigentlich auch so rausholen? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Dann lass mich einfach einmal treffen, würde ich sagen, weil das ist eigentlich ehrlich die beste Taktik. Moment mal. Stopp. Nein. Nein. Oh, ich habe sogar verkackt. Schon echt mies. Aber es sieht auf jeden Fall immer so mächtig aus, wenn so einfach so eine dicke Moldora über dir fliegt. So, jetzt ha. Und das geht mir zu lahm. Einmal bitte mit dem doppelten Bogen. Muss ich dann noch schnell hin. Aufgeladener Schlag. Ich warte einfach mal, bis sie sich aufrichtet. Und dann mit Obosa. Zack. Moment mal. Du bleibst schön hier. So. Oh ja, perfekt. Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Komm schon, komm schon. Jawohl. Sehr schön. Dann schmeiße ich jetzt weg. Die verbraucht nur Platz. Die Gerudolanze. Und jetzt haben wir auch schon die Moldora hier an der Wüsten-Dings besiegt. Am Wüstenoase. Sehr schön. Okay. Ein Elektroschwert ist hier, wofür ich sogar Platz habe. Okay, ja, dann benutze ich das gleich mal. Und was ich noch machen wollte, ist
auf Schreine stellen. Ja, ich habe Spurtfeuerchen gefarmt, wie man vielleicht sehen kann. Das Ding ist jetzt, ist bestimmt wieder meine, jetzt hat sich bestimmt wieder schon die Sandrobbe hier verabschiedet. Hat sich so gedacht, nee, wenn hier jetzt so eine riesige Moldora kommt, dann verpiese ich mich mal. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich schaue einmal von hier oben, da hat man einen besseren Überblick. Und irgendwie muss ich die jetzt einfach kaputt hauen. Ganz ehrlich, in einem Zelda-Spiel, da muss man doch immer die Dinger kaputt hauen, oder nicht? Die Holzkrüge. Schon wieder eine Echse, aber die begehen irgendwie alle Selbstmord, statt in meinem Inventar zu landen. Ich meine, jedem seins, ne? Aber gut. Ich finde es auch echt komisch, diese ganzen Steine hier. Und am weirdesten daran, dass es einfach, einfach gar keine Crocs gibt, hier. Und da fällt mir jetzt auf, wenn mir die Sandrobbe schon entflieht, dann sollten wir zumindest mal, ja, erstmal was kochen, auf jeden Fall. Weil hier oben gibt es ja was, sogar. Und zweitens, ein Spurt. Ich mache mir jetzt was zum Spurten. Ah, mit dem Feuer sollte ich vielleicht aufpassen jetzt. Nehme ich lieber ein Feuerstein in die Hand. So. Warum? Warum einfach? So, zünd bitte das Feuer an. Dankeschön. Nein, ich will gar nicht warten. Obwohl es jetzt bald Nacht wird, dann warte ich vielleicht bis zum Morgen. Und jetzt, wie geht es noch gleich? Oh, ich hab's mir wieder verpeilt. I know, glaube ich. Ich brauche hier 4 Spurtsachen. Spurtechsen zum Beispiel. 4 Stück mit... Nee, Moment, sonst habe ich nur Stufe 1. Hey, jetzt habe ich es bald. Moment. Gibt es hier auch Spurt? Nee, leider nicht. Ist das nicht eine... Nee, Ausdauer. Rüstung, Schwert, aber nichts von Spurt. Ich brauche mehr Spurt. Spurtkröte, genau. 1, 2, 1, 2. Und eine Farutra-Schuppe. Da ist sie. Ich hoffe, das wird jetzt was. Und ich habe es nicht schon wieder vergessen, wie man sowas macht. Link, please. Ich weiß nicht, wie man kocht. Geil. Dann lassen wir das, beziehungsweise ich muss mal gucken, haben wir noch vielleicht sogar einen Spurt? Wie macht man denn gleich noch Säfte? Ah, ich kann mir ja das Rezept anschauen. Ja, hä, passt doch. Echse, Echse. Ich mach's jetzt mit 4 Spurtechsen mal. Ich weiß, dass ich gerade die Schuppen verschwende, aber die kann man eh leicht wiederherstellen, deswegen. 4 und Farodreit. Come on. Was ist denn daran falsch? Ich weiß nicht mehr, wie man sowas macht. Ehrlich. Naja. Dann essen wir das jetzt und vergeuden keine Zeit mehr und gehen weiter durch die Wüste hier, durch die endlose Wüste. Wir müssen bis da vorne hin. Deswegen würde ich sagen, gleiten geht ja doch am schnellsten. Nach einem Spurtsaft. Es ist aber echt komisch, in so einem Gebiet wie die Wüste muss man einfach kein einziges Mal Rivali nutzen. Das ist voll ungewohnt, einfach nur so. Ohne Rivali hier durch die Wüste zu schreiten. Aber nun gut. Ich bin echt traurig, dass meine Sandrobbe sich schon wieder verpisst hat. So nicht loyal. Man muss mich eigentlich beschweren bei den Gerudo-Damen, dass die gar nicht so immer da bleiben, wie sie behaupten. Master Sword is back. Ja, komm, ich bleibe aber beim Königsschwert. Und es tut mir jetzt leid, dass ich hier so lahm voranschreite. Aber wenn es irgendwie nicht mehr funktioniert, da kann ich dann auch nichts für. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe, ehrlich. Gibt mal die Zitterfrüchte lieber. Oh, das ist kein Croc, hoffentlich. Ich hoffe einfach mal, weil das habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Doch, scheint so. Nee, es sind 3, oder? Na, Gott sei Dank, ey. Das wäre jetzt ein richtiger, richtiger Fail geworden. Und mal wieder so. Nein, bloß kein Bombenfall. Wir haben schon ziemlich viele Fails jetzt hier in dem Part. Da brauchen wir jetzt nicht noch mehr mit irgendwelchen Bombenfallen. Dann gönnen wir lieber den Croc-Samen und dann sind wir alle glücklich. So, und dann müssen wir jetzt hier einfach straight runter.
zu diesem Felsen, wo auch ein Schrein ist. Okay. Na dann, let's go, würde ich sagen. Wird auch schon wieder Nacht, weil ich natürlich nicht gewartet hatte, was ich eigentlich vorhatte. Aber gut. Ich bin auch wieder gespannt auf den nächsten Schrein, weil Schreine sind ja eigentlich immer was Geiles hier in der Wüste. Okay, und hier ist mal wieder ein Steinkreis. Ich dachte zuerst, es wäre ein Herz, aber nein, es ist einfach simpel ein Kreis. Und zwar super simpel, weil der Stein kann ja nicht irgendwo liegen, er muss ja hier oben sein. Also vervollständigen wir den gleich mal. Und dann geht's ab zu diesem Schrein, der da unten wartet. Oder warten sollte. Ich weiß ja nicht, ob er da wirklich ist. Mal sehen. Hier und es gibt schon mal einen Speichervorgang. Ja, perfekt. Dann schauen wir mal. Miu-Su-Schrein. Und was geht bei der denn ab? Wo ich den Schein doch gerade gefunden habe. Ich habe so einen Durst. Kann mich nicht bewegen. Ich will nur noch einen allerletzten Schluck. Ein schöner, eiskalter Weibelwoi. Ein Trank für müde Geister. Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt kann ich hier... Moment mal. Ja, okay, du bist ein Weibelwoi. Ich kann mich hier nicht hinporten. Gut, dass ich das jetzt geprüft habe, sonst wäre das nervig, hier nochmal herzukommen. Aber dadurch, dass ich jetzt ein Teleport-Medaillon habe, kann ich ja hier das einfach hinplatzieren. Zack. Und dann gehen wir doch mal in die Durstbar, Durststrecke oder wie es heißt. Und fragen mal nach einem Boy, Weibelwoi. Klar, natürlich nicht für mich, weil ich bin ja zu jung. Ich bin ja erst 100 irgendwas. Hello, we need help. Someone is dying. Da muss ich mich natürlich jetzt erstmal wieder schön einkleiden. Ah ja, hier ist der Donnerhelm. Warum auch immer er hier so random ist und nicht da oben. Aber gut. Schade, dass man nicht hier so sortieren kann, wie man möchte. Aber naja, ich schweife ab. Ich möchte eigentlich bloß das hier anziehen. Gut. Also, mal ganz schnell zur Durchstrecke. Ich glaube, die ist hier rechts gewesen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, perfekt. Da sitzen sie ja schon und saufen. Also, heißt das jetzt überhaupt so? Durchstrecke, ja. Oh mein Gott, bin ich gut. So, also. Wir brauchen Hilfe. Was sag? Bist du eine Hylianerin? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber du siehst mir noch ziemlich, du siehst noch ziemlich unalt aus, also zu jung, dass du dich hier in unserem Laden reinkommen kannst. Wir verwenden ein ganz besonderes Eis. Am besten kommst du wieder, wenn du den Unterschied zu schätzen weißt. Ein Weibelwoi, bitte. Müsst du unsere Spezialität probieren? Den Weibelwoi. Tut mir leid, aber um das zu mixen, brauchen wir eine Menge Eis und genau das ist leider aus. Das Zeug ist aber auch wirklich stark. Einem zarten Pflänzchen wie dir würde ich das nicht einschenken. Ja, ja, es ist also eigentlich so. Wie bitte? Pocky, hattest du es gesagt? Aber ohne Eis kann ich keinen machen, auch wenn ich natürlich gerne wollte. Im Eiskeller bekämen wir Eis, wenn ich nur so schlecht zu Fuß wäre. Soll ich's holen? Das würdest du tun. Das wäre eine große Hilfe. Pocky ist eine unserer besten Kundinnen, musst du wissen. Der Eiskeller ist nördlich der Stadt. Wenn du Ante dort alles erklärst, gibt sie dir sicher etwas Eis. Sie geht allerdings sehr früh zu Bett. Wenn du gehen willst, dann solange es noch hell ist. Oder warte mal. Dich das Eis durch die komplette Wüste um bis zur Stadt schleppen zu lassen, ist vielleicht etwas viel verlangt. Zwischen der Stadt und dem Eiskeller gibt es Ruinen. Bis zum Eingang dieser Ruinen kann ich dir entgegenkommen. Bitte bring das Eis einfach dorthin. Okay, und jetzt wisst ihr auch, warum ich mir letztens so gedacht habe, wait, wieso muss ich hier jetzt nichts machen bei dem Eiskeller? Hier ist die Antwort und am besten kommen wir hier wahrscheinlich auch wieder mit einer Sandrobbe hin. Beziehungsweise eigentlich müssen wir auch ein bisschen wir fahren jetzt erstmal hin. Dann schlafe ich da eine Runde und dann schauen wir weiter. Ja, alles gut, ich robbe. Und ich ziehe mich jetzt auch nicht um, weil für dieses kleine Stück hier mit der Sandrobbe
brauche ich das auch nicht. Eine ziemlich aufwendige Quest, was Schrein-Quests angeht. Aber ich finde sie ganz cool und deswegen mache ich sie auch direkt. Wir wollen ja den Schrein jetzt auch direkt machen und nicht irgendwann später. Und Pocky soll ja auch nicht verdursten. Schon traurig, dass sie ein bisschen Alkoholikerin ist, aber gut. Ich mische mich da nicht ein. Das Problem wird sein, dass ja auch ziemlich viele Gegner auf mich warten. Und ich wahrscheinlich nicht schießen kann. Ja, perfekt. Was habe ich denn für einen Bogen? Ach, den Doppelschussbogen ausgerüstet. Ich dachte mir schon so, hä? Ich habe doch ihn getroffen. Warum geht der Schuss weiter? Naja. So, hey, Eiskeller im Norden. Ja, juckt mich nicht. Wir machen jetzt erstmal hier ein Feuer. Und habe ich nicht eigentlich Hausverbot bekommen? Also wie gesagt, ich dachte eigentlich so noch aus dem Gedächtnis, dass es eine Nebenquest ist. Aber wie ihr jetzt gesehen habt, ist es das halt nicht, sondern es ist eine Schreinquest. Deswegen konnten wir da auch nichts machen noch. Und sie nur so, hey, hier gibt's Eis, aber mehr auch nicht. Ich warte mal bis morgens. Vielleicht ist es dann auch nicht so heiß. Wer weiß. Und ich hoffe, sie hat nicht die Zeiten von Kindern, wie sie ins Bett geht und aufsteht. Und natürlich... Oh, noch geiler, dass jetzt Blutmond ist, ehrlich. Oh Mann, warum jetzt genau, wenn ich durch eine Gegnermenge laufen muss? Aber wir hatten echt schon lange keinen mehr. So, mal gucken, ob sie schon wach ist. Dann schlafe ich halt bis zum Mittag. Ist mir eigentlich auch egal so, Pocky, wenn du das möchtest. Dann tue ich das halt, erst ein bisschen Abstand. Aber hier kann wenigstens nicht das Gras anfangen zu brennen oder so. Mann, aber es nervt mich jetzt schon mit dem Blutmond, muss ich sagen. Weil ohne wäre es auf jeden Fall einfacher, weil da hätten wir ein paar Gegner schon weg. So, auch mal wach. Guten Morgen. Hm, das ist der Eiskeller, wo es nur Eis von den Schneebergen gibt. Im Norden. Dieses Eis ist für uns sehr wertvoll. Deshalb passe ich drauf auf. Also darfst du niemand klauen. Also eigentlich... Verstehe. Wenn Furusa darum bittet, naja, dann kann ich wohl nicht Nein sagen. Gut, dann nimm mal das Eis. Aber denk dran, wie heiß es hier ist. Wenn du unterwegs herumtrödest, wird das Eis schmelzen, bevor du da bist. Also, gib Acht und bring das Eis zu Furusa. Mach ich. Wir müssen einmal durch diese Ruinen laufen, was ziemlich schwer ist, wie gesagt, weil da ziemlich viele Gegner sind. Und wir müssen auch darauf achten, dass wir, im Schatten laufen, weil im Schatten schmilzt das Eis nicht. Jetzt muss ich mal schauen. Ah ja, perfekt. Hier ist Schatten überall. Und dann... Es ist ziemlich in der Mitte, die Sonne eigentlich. Aber naja, ich laufe jetzt erstmal hier, weil hier ist auch noch Schatten. Ja, ihr seht schon. Hier schmilzt es halt nicht, wie gesagt, im Schatten. Aber so direkt. Und es darf nicht zu klein werden. Sonst ist Furusa nicht so glücklich und Pocky wird verdursten. Ich glaube jetzt einfach mal, wie ich denke. Jetzt darüber am besten. So, ja, chill mal. Und jetzt kommen halt bald die Gegner, wie man schon sehen kann. Und ich weiß nicht, wie ich an denen vorbeikommen soll. 1 Uhr ist vielleicht echt nicht so eine gute Zeit, um diese Nebenquests zu machen. Oh, da ist ein Exile-Force, da gehe ich mal nicht hin. Ein Feuer-Exile-Force. Moment. Ein Feuer-Exile-Force, willst du mich verarschen? So. Perfekt. Wenn der weg ist, dann passt es ja schon mal. Alles gut, alles gut. Also wie gesagt, im Schatten laufen ist nicht schlecht. Die Pfeile ignoriere ich jetzt, weil die sind jetzt nicht so wichtig, würde ich mal sagen. Wetten, die haben auch alle Feuerpfeile. Das würde ich so zutrauen im Spiel. Auch noch ein schwarzer, so schaut's aus. Ich lasse es mal hier, weil der Schatten bleibt hier schon noch eine Zeit lang. Und dann friere ich mal einfach die zwei ein. Wird hoffentlich ja eine Zeit lang dauern, bis die wieder auftauen. Schneela. Ich muss nur hier vorbei. Puh, wenn die jetzt auftauen, das wäre richtig mieses Timing auf jeden Fall. Ich konnte tatsächlich da hoch. Oh oh. Ich bleib bei Eispfein, ehrlich. Wie viel kommt denn da noch? Ah, wir haben ja auf jeden Fall schon über die Hälfte.
Ich bleibe jetzt auf jeden Fall, muss ich dahin. Ich mache mir jetzt die Markierungen und dann einfach da vorbei. Okay, das Ding ist jetzt aber jetzt ziemlich mies dafür. Ja, I see, I see. Wieso schmilzt denn noch? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, ich bleib schön im Schatten und schleiche mich jetzt da hoffentlich auch gut vorbei an den. Was? Warum tanzt der da so komisch? Hier ist doch nicht mal was. Du siehst doch gar nichts. Oh je, ich darf hier nicht stehen. So, perfekt. Ich glaube, nur der hat was gesehen, oder nein? Perfekt, ich habe sie alle. Dann jetzt schnell durch. Warum kommt hier jetzt eine Kampfmusik, als wäre hier eine Leune? For real. Da steht die. Ja, ich schaffe es. First try. Das wäre richtig geil. Das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht erwartet. Da ist noch ein Feuer-Exalfos. Also egal, ob der jetzt so weit weg ist. Ups. Jetzt hat er es eigentlich eher gesehen. Ah. Hey, hier bin ich. Bring das Eis hierher. Ja, ich mach's. Ich bin dabei. Ja, das ist zweifellos Eis aus dem Eiskeller. Damit kann ich einen fabelhaften Weibelwoll mixen. Würdest du Pocky bitte sagen, dass hier der beste Drink ihres Lebens auf sie wartet? Wenn sie richtig einschätze, ist sie dann schneller hier, als man Prost Mahlzeit sagen kann. Okay, das testen wir doch gleich mal aus. Aber WTF, das macht überhaupt keinen Sinn so. Wenn wir jetzt automatisch wieder dahin gebracht werden, ja, dann... Ja, nee. Jetzt dachte ich schon, das ist ja zu nett für das Spiel, dachte ich mir schon. Tja, und ich habe so weit mitgedacht, dass ich jetzt nicht da wieder hinfahren muss, sondern mich einfach porten kann. Yeah. So, Pocky, der Trank deines Lebens wartet. Das ist mein Ende. Ich werde einfach hier austrocknen wie ein Frosch in der Wüste. Also eigentlich... Wie oft will ich das noch sagen? Link, hat sie die Sprache verlangt? Hm? Ein Weibelwoi? Der beste Drink meines Lebens? Was mache ich denn noch hier? Prost, Mahlzeit. Ja, naja. Weirde Angelegenheit, diese Schrein-Quest. Ich hinterfrage sie auch nicht mehr, okay? Und bevor jetzt Link hier mir noch abkratzt vor Hitze, so wie sie noch gerade, sollte ich vielleicht ein Weibelwoi trinken oder einfach mein Wüstengewand anziehen, ne? So, und dann geht's endlich in diesen Schrein hinein. Der mal wieder ein Belohnungsschrein ist. So wie fast jeder einfach hier in der Wüste. Also außerhalb der Wüste in diesem Gebiet waren halt echt geile. Und jetzt eigentlich hier so direkt in der Wüste drin waren irgendwie fast nur Belohnungsschreine. Diamant macht jetzt trotzdem nicht viel besser. Ach Manu. Es sind halt nur noch 7 Schreine und da wollte ich eigentlich so voll geile dabei haben. Aber ja, sind halt jetzt leider mal wieder ein Belohnungsschrein. Hier, was mir aufgefallen ist, haben sogar schon alle 4 Molduras getötet. Das ist doch toll. Und ich würde sogar sagen, wir machen heute einfach mal nur bis hier und machen dann mal wieder eine DLC-Aufgabe, die wir auch schon lange, lange nicht mehr gemacht haben. Was gibt's denn hier eigentlich? Nur diese Ruinen eigentlich, ne? Ja. Und dann gehe ich jetzt mal erstmal hier hinter. So. Mal gucken. Das ist halt wieder sowas, wo ich mir denke... Okay. Von wo soll ich jetzt wissen, dass genau auf einer dieser Säulen ein Croc ist? Okay, da hinten sehe ich es vielleicht schon, warum genau dort einer ist. Aber trotzdem, das verstehe ich halt wirklich nicht in der Wüste, wie man manchmal darauf kommen soll. Hier denke ich mal, es ist direkt die Wüste, also hier da vorne die. Hier drauf, denke ich mal. Also wenn es jetzt hier die außerhalb ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, aber wir werden die ja sehen, ne? Krass, was wir auch schon alles jetzt hier gesehen haben. Wir waren jetzt eigentlich schon fast durch mit der Wüste.
Super. Wahrscheinlich im nächsten Part werden wir durchkommen. Es ging halt echt wieder sehr ziemlich schnell, muss ich sagen. Aber naja, so ist es halt. Und jedes Spiel ist irgendwann dann auch mal zu Ende, ne? Aber wir haben ja doch noch ein bisschen was vor uns. Ein Gebiet und den mega geilen DLC, zu dem ich jetzt auch noch nicht so viel sage. Weil dann es umso geiler wird, den gemeinsam mit euch zu spielen. Ich denke mal so in 20 Parts, denke ich mal, fangen wir mit dem an oder so. Halt, wenn wir mit dem letzten Gebiet auch noch durch sind. Okay, und hier merkt man schon, dass es wieder Rand der Map ist. Heißt so, please, bitte geh mal nicht weiter hier so. Bleib mal stehen und verpiss dich hier wieder. Aber natürlich hier auch im letzten Eck der Karte macht man einen Croc, wie auch sonst, ne? So. Alright. Und der Gegenwind ist wahrscheinlich da längs. Ja, wir sind nämlich ziemlich schnell unterwegs. Jetzt frage ich mich, wo hier noch was sein wird. Wir werden es sehen. Also, okay, man kann es doch leider erkennen, dass da ein Croc ist. Ich nehme meine Aussage zurück. Aber teilweise ist es schon so, wir hatten ja vorher bei der Südoase einfach so einen Stein auf anderen Steinen, so richtig unauffällig. Auch ohne Croc-Maske würde ich es mir vielleicht nicht antun, muss ich sagen. So, und jetzt denke ich mir, da vorne die, weil die ist einfach noch... Oder da dieser Bogen. Ah, gucken wir mal bei dem vorbei. Vielleicht ist da ja noch was. Ich nehme auch jetzt immer die Zitterfrüchte mit. Ich meine, wir haben sie so lange gesucht. Und jetzt endlich in der Wüste gibt es die. Und darüber bin ich sehr glücklich. Jetzt weiß ich nämlich überall eigentlich die Sachen, wo ich sie fahren kann. Außer riesige antike Reaktorkerne. Die habe ich noch überhaupt keinen Plan. Und hier ist tatsächlich nichts. Im einzigen Bogen. Da vorne aber, ne? Ja, da ist ein Croc-Rennen. Wahrscheinlich hierhin. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir hierhin dann fahren müssen. So, also fliegen, nicht fahren. Was laber ich eigentlich schon wieder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Sind wir dann eigentlich schon durch? Ja, und halt noch den Croc. Okay. Ja, dann machen wir, wie gesagt, suchen wir halt was Größeres. Vielleicht ein Dreiteiler von den drei DLC-Aufgaben, die uns noch übrig sind. Gleich dann. Wir werden sehen. Jetzt auf jeden Fall erstmal, ich weiß nicht, was das hier war. Es könnte eigentlich eine ganze Stadt gewesen sein, so riesig wie das hier ist. Ich fühle das Gerudo-Stadt nicht mal so groß, aber gut. Es wäre voll interessant so zu wissen, okay, was war das früher alles? Ich meine, von ein paar Sachen weiß man es ja, wenn da so die Eigennamen stehen immer, aber meistens eigentlich nicht. Einfach die habe ich jetzt mal getötet, damit sie mich in Ruhe lassen. Okay, Moment mal. Ah, ja, okay. Ein C. Dann mache ich aber hier gleich mal, falls wir es nicht schaffen, weil dieser Weg ist schon eigentlich ziemlich weit und wir uns jetzt da vorne hinporten können zu dem, und wir uns da vorne wieder hinporten können, jetzt zu dem Schrein, mache ich mal jetzt hier das Teleport-Medaillon. Ihr seht, ich benutze es ziemlich oft, aber es ist auch sehr, sehr useful. Oh, und ich hab's gewusst. Deswegen ab, Rivali. Mit dir ist es, denke ich mal, gut möglich. Man hat aber auch gut Zeit, wie ich gerade sehe. Und durchs Fliegen sollte ich das doch locker hinbekommen. Ein Drittel ist jetzt fast schon rum. Und ich denke mal, wir haben schon drei Viertel des Weges geschafft. Deswegen Halbzeit ist schon... es wird sogar ein bisschen knapp, muss ich sagen. Komm schon. Hä? Ohne Rivali, wie soll man das denn schaffen, ist die Sache. Hier ist ein Croc, ach so. Ja, okay. War gar nicht nötig, aber egal. Ich hab's jetzt gemacht. Und deswegen passt das. So. Gleich kann ich euch sagen, auch wie viele Crocs wir schon haben mittlerweile. Ihr seht schon 425 und 400 haben wir schon ausgegeben, bei Maronus, wie der hieß. Deswegen können es gar nicht mal mehr so viele sein. Und die Wüste ist jetzt doch ein bisschen mehr durchlaufen. Aber bloß manchmal gibt es halt hier so Stellen wie hier, wo einfach nichts ist. Oder hier, aber ist ja auch normal in der Wüste. Und realistisch, sage ich mal. So, und jetzt wollten wir eine Nebenquest machen. Und zwar wäre ich eigentlich Mütze des Händes, Rüstung des Bösen ist Helm des Ursprungs. Achso, ja, das sind Einzelstücke, beides nur Oberteile. Deswegen suchen wir die Rüstung des Bösens, wo wir auch schon einen Teil gefunden haben. Die Teile der Rüstung des Bösens sind inmitten des Waldes von Firone verborgen. Eines liegt am Grunde des dritten Wasserfalls, nördlich des Floriasees. Eines findet man am Floria-Fluss an der Brücke zwischen zwei kleinen Wasserfällen und eines ruht am zerbrochenen Steinvogel in Liberawald.
Okay, ich weiß nicht, was wir davon schon gefunden haben. Wir haben ja den Helm, soweit ich weiß, ne? Ziehe ich mich jetzt auch gleich mal an, damit wir wissen, was wir schon haben. Hier. Phantom-Ganon-Helm, das ist doch das, oder? Ja. Weil den Rest haben wir schon. Okay. Und es war hier. Beim Liberarbeit haben wir also nichts gefunden. War doch der Liberarbeit, ne? Eines am Grunde des dritten Wasserfalls, nördlich des Floriasees. Am Grunde des dritten Wasserfalls. Am Grunde des dritten Wasserfalls. Das kann tatsächlich das sein, weil das am Grunde eines Wasserfalls ist. Und hier ist auch keine Brücke. Ja, dann denke ich mal, das haben wir. Genau, es wird ja auch immer, denke ich mal, Kopf, Oberteil und dann Unterteil beschrieben. Dann am Grunde. Eines findet man am Floria-Fluss an der Brücke zwischen den zwei kleinen Wasserfällen. Eines findet man am Floria-Fluss an der Brücke zwischen den zwei kleinen Wasserfällen. Floria-Fluss bei zwei kleinen Brücken. Wo kann es sein? Wo sind hier kleine Brücken? Ist die Sache. Hier sind es halt zwei kleine Brücken. Hier. Ah, bei der Sordonbrücke. Zwei kleine Wasserfälle. Und eine Brücke, stimmt das? Am Floria-Fluss, an der Brücke zwischen den Zweigen. Ja, das muss dort sein. Und dann das ruht noch am Steinvogel im Liberawald. Ja, das ist eigentlich easy. Ich meine, im Liberawald gibt es viele Steinvögel, aber es wird ja eigentlich schon gesagt, dass es im Liberawald ist. Deswegen noch hierhin. Und ich würde sagen, wir porten uns zum Turm. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es die Brücke ist. Ich meine, von der Beschreibung zumindest her passt es eigentlich perfekt. Ich meine, es sind zwei Wasserfälle da rum und es ist eine Brücke, deswegen, ja, sollte es eigentlich passen. Wir werden es jetzt gleich sehen. So weit kann der Weg ja gar nicht sein. Am Schluss bin ich jetzt falsch geflogen und gehe gerade schon zum Unterteil. Aber naja, ist ja eigentlich egal, was wir zuerst finden, denn wir schauen uns ja eh alles drei an. So. Da sind wir auch schon. Und mal gucken. Sardonbrücke heißt die. Also dich töte ich mal. Oh, Jäger. Hi. Wisst ihr, warum der Jäger jetzt einfach immer so auftaucht? Da Koga hat ja gesagt so, das wollte ich euch eh schon erzählen. Koga hat ja so gesagt, meine Bande wird euch für immer begleiten. Und ja, das stimmt. So, aber der ist eh super easy zu besiegen. Und gönn mal bitte die Rubine. Ups. Oh, jetzt läuft hier gerade alles aus dem Ruder ein bisschen. Jetzt muss ich mal kurz die hier töten. Stopp. Wie war das denn kein Headshot? So. Ey, also der ist irgendwie immun gegen meine Headshots. Keine Ahnung. So, das war's. Darf ich bitte einfach gucken, ob hier stand da unter der Brücke oder. Ich möchte nochmal lesen. Da stand doch eigentlich nur bei der Brücke, oder nicht? Rüstung des Bösen. Am Floria-Fluss, an der Brücke zwischen den zwei kleinen Brücken. Ja, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass das hier ist. Ich gehe mal auf die Steine jetzt. Hä, wieso sind denn hier Fische tot? Wahrscheinlich von den Elektroflügler. Ja, das kann gut sein. Also jetzt dann nochmal. Ja, da ist eine Truhe. Ich bin mir nämlich eigentlich ziemlich 100% sicher gewesen, dass hier was sein muss. Und ich sehe schon das fette EX-Zeichen. Deswegen. Ziemlich richtig. Namen Phantom Ganon Rüstung. Diese Rüstung ist angeblich von einem bösen Geist beseelt, der an den Dämonenkönig selbst erinnert. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Ihr seht schon, wir schauen Ganon ziemlich ähnlich. Aber es sieht auch gleichzeitig echt weird aus, muss man sagen. Und zu guter Letzt geht's noch zum Liberawald. Und hier bin ich mir jetzt eigentlich zu 1000% sicher. Ich meine, da steht sogar in der Quest, dass es beim Liberawald ist. Deswegen, wenn die jetzt nur sagen würden, ja, es sind Steine, hier sind bei einem Steinvogel, dann wäre es auf jeden Fall viel krasser. Und ich denke mal, wir sind hier schon richtig, weil hier sind auf jeden Fall ein paar Steinvögel. Ah, und dem gebe ich mal einen schönen Headshot. Ich meine, ich bin ja gerade Garne und da darf ich auch so böse sein. Sehr gute Begründung, I know.
So, dann gucken wir einfach mal, ob sich hier was befindet. Ich bin mir ja eigentlich sicher. Ich meine, wir sind hier richtig im Wald her. Hier auf jeden Fall nichts. Okay. Boah, wie es ruckelt, wenn man das nur anmacht. Nein, nein. Von wo haben die eigentlich die Rüstungen? Die Waffen, frage ich mich so. Wie? Können die Waffen haben? Ich meine, die kommen ja aus der Erde. Aber gut, ich glaube, ich sollte das nicht hinterfragen. Ja, hier ist sie. Richtig gut versteckt. Deswegen gibt es auch so einen guten Hinweis wahrscheinlich. Und damit bekommen wir auch das Unterteil. Phantom, Garn und Stiefel. Diese Stiefel sind angeblich von einem bösen Geist beseelt, der an den Dämonenkönig selbst erinnert. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Eigentlich fast dieselbe Beschreibung, oder nicht? Ja, plus Stiefel und so. Damit haben wir das geschafft und Garn und Link verabschiedet sich. Im nächsten Part schließen wir die Wüste ab. Bis dahin und tschüssi.